Hallo liebe Zuschauer, Sportler und Freunde der CDU. Am Sonntag, den 6. März 2016, blieb es auf dem Sportplatz ausnahmsweise mal ruhig. Dafür fand im Sportheim des FVO ein politisches Frühschoppen mit der CDU statt. Der ehemalige Weltklasse-Turner Eberhard Ginger, Mitglied im Bundestag, kam auf Einladung von Markus Klein, Ralf Hechler und Marlies Grunle-Groß in die Westpfalz und er hatte einiges über den Sport und das Ehrenamt zu berichten. Der Bürgermeisterkandidat Ralf Hechler machte den Anfang. Herzlich willkommen heute Morgen bei uns im Spannheim vom FV Liga Ramstein. Noch 8 Tage, große Wahl der Bürgerschaft voraus. Neben der Landtagswahl natürlich auch die Bürgermeisterwahl. Insofern grüße ich heute auch ganz offiziell. Ich freue mich, dass viele gekommen sind. Wir haben ganz hohe Prominenz heute da. Zum einen natürlich unser Redner und auch Diskussionspartner und beiden Eberhard Ginger, vielen auch bekannt. Herr Bundesdeutscher Kunstturner Stecke hat auch Zeichen gesetzt und ich kann fragen, wen ich will. Jeder spricht vom Saldo. Wir haben gestern noch überlegt, ich habe es nach vorhin gesagt, ob man noch eine Stammbestelle, aber das machen wir aber nicht. Wir haben ja auch die Leistungsturner heute mal da. Ich denke, das ist sehr gut. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ist im Kabinett, also im Planenkabinett von Julia Gregner, auch für Sport zuständig. Er wird zum Thema Ehrenamt, Sport, alles das, was uns interessieren wird, zum einen, denke ich, einen allgemeinen Überblick geben, wie man sich das vorstellt. Aber er steht auch Rede und Antwort dann für Fragen. Wir sind hier ja auch Vereinsvertreter, genau wie mein Verein hier, das vereinseigene Anlage, die wir mit sehr viel Geld und Herzblut hierher gerichtet haben. Wir haben Fördergelder gekriegt. Und Ehrenamt ist immer das eine, aber wir brauchen auch die finanzielle Unterstützung der Politik. Mit dabei hat er 2 Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, zum einen unsere Abgeordnete hier, unser Wahlgast, die Anita Schäfer, die auch Mitglied bei uns im Verein ist. Anita. Ja, schön, dass Sie heute Morgen so zahlreich hierher gekommen sind. Es geht ja um ein Thema, das uns sicherlich nicht nur jetzt und in der Vergangenheit beschäftigt hat, sondern auch in der Zukunft vielleicht sogar noch mehr beschäftigen wird. Das soll heißen, dass wir im Sport einiges auf die Reihe bekommen wollen und nicht nur in der sportlichen Tätigkeit selber, sondern natürlich auch gerade das, was den Sport ja trägt, nämlich die Ehrenamtlichen, die hier sehr stark zum Einsatz kommen, weil jetzt nicht zuletzt auch wegen der aktuellen Flüchtlingsthematik das Thema Ehrenamt und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage der Inklusion und vor allem der Integration ganz besonders bedeutsam ist. Ich will versuchen, Ihnen heute ein bisschen so über Sport und Ehrenamt zu berichten. Aber nicht nur das, ich werde auch noch eine kleine Exkursion machen, dahingehend, dass man ja gerade den Sport in der Schule noch ein bisschen mehr fördern sollte, als das vielleicht bisher der Fall war. Also ich glaube, dass die Globalisierung und die Informationstechnologie große Auswirkungen haben auf unser Land, Deutschland und damit auch auf die Familien, Vater, Mutter, die Kinder und demzufolge auch auf die Verbände und nicht zuletzt auch auf die Vereine. Der ehemalige Präsident des Deutschen Sportbundes, Reinhard von Richthofen, hat mal gerade, was die Vereine anbetrifft, gesagt, die Vereine sind der Kitt unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dem braucht man gar nicht mehr so sehr viel hinzuzufügen. Von Engelnatz hat mal gedichtet, Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die müde Zeit und erschützt uns durch Vereine in der Einsamkeit. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und gerade die Ehrenamtlichen, die sich in den Vereinen betätigen, die dafür sorgen, dass wir als die Mitglieder in den Vereinen uns dort so wohlfühlen können wie in einer zweiten Familie. Denen muss man eigentlich in besonderem Maße Dank sagen. Und nicht wie das vielleicht vor 30 oder noch mehr Jahren der Fall war, wo es hieß, die Ehrenamtlichen, das sind ja die Deppen der Nation.
weil sie sich um andere kümmern, weil sie ihre Familie alleine lassen oder weil sie zu viel sich um den Verein kümmern und demzufolge auch solche Risiken, dass das private Leben eben nicht mehr so läuft, auf sich nehmen. Und heute heißt es aber eher umgekehrt. Und gerade im Zuge der Flüchtlingsthematik heißt es, dass die Ehrenamtlichen eher die Helden der Nation sind, weil sie bereit sind, ihre Kraft einzusetzen für die Vereinsbelange und nicht zuletzt für die Mitglieder, die in den Vereinen aktiv ihren Sport und ihre soziale Gemeinsamkeit leben. Denn ich glaube, wenn die Kinder nicht mehr in der Lage sind, über eine umgedrehte Schwedenbank zu laufen, nicht mehr richtig Bälle fangen können, nicht mehr richtig rückwärts laufen können, dann sollte das für uns ein Warnsignal sein und demzufolge sollten wir hier in diesem Bereich mehr tun. Und ich gehöre zu denjenigen, liebe Kollegen aus dem Landtag, da zähle ich auch ganz stark auf Sie, dass wir die tägliche Sportstunde voranbringen sollten. Ich weiß jetzt, das ist sehr stark noch Utopie, aber wenn man nicht so Gedanken hat, wie könnte es besser werden, dann müssen wir es eigentlich gleich von vornherein bleiben lassen. Aber ich glaube eben deswegen daran, dass dies hilfreich ist, weil in sehr vielen Studien herausgefunden wurde, dass Kinder, die sich bewegen, die sich auch vernünftig ernähren, bei der Gelegenheit einfach fitter, leistungsbereiter, aufgeweckter sind. Und ich lasse mich da gerne von dem berühmten Wort von Juvenalis begleiten, der ja im Jahre 100 nach Christus gesagt hat, Orandum est ut sit pensare in corpore sano, es ist zu wünschen, dass in einem gesunden Geist ein gesunder Geist sei und nicht ist, wie das sehr viele Lateiner einschließlich mir falsch übersetzt haben, sondern ein Streben nach Vollkommenheit, Körper, Seele und Geist ins Gleichgewicht zu bringen, ist darin impliziert. Und aus diesem Grunde, denke ich, sollten wir hier durchaus etwas tun. Und nicht, vielleicht noch nicht mal in der Schule beginnen, aber in der Schule das Ganze fortsetzen. Eigentlich müsste man im Kindergarten damit beginnen, dass die Jugendlichen, die Kinder Sport und Bewegung als etwas Natürliches empfinden und Schweiß nicht als etwas Unangenehmes empfinden, sondern dass man Sportbewegung als etwas Natürliches in sich aufnimmt und dann bis ins Erwachsenenalter, bis hin zum Seniorenalter, dann ein ganzes Leben sich sportlich betätigt. Wie heißt es so schön beim Turnen? Von der Wiege bis zur Urne, Turne, Turne, Turne. Oder anders ausgedrückt. Ja, aber so etwas ist natürlich auch nur dann möglich, wenn wir die entsprechenden Voraussetzungen bieten. Und die Voraussetzungen bieten unsere Vereine, aber nicht nur diese, sondern die Voraussetzungen werden manchmal auch durch Projekte gemacht. Und mir ist da ein sehr schönes Projekt noch in Erinnerung. Ich war da vor einigen Jahren mal in Gera. Da hat man ein solches Programm aufgelegt, das nannte sich Midnight Fun. Midnight Fun, dazu muss man wissen, also wenn wir früher mit schlechtem Gewissen um Mitternacht nach Hause gekommen sind, das ist in der heutigen Generation so, da geht man um die Uhrzeit erst aus dem Haus. Und dem muss man natürlich auch in gewisser Weise Rechnung tragen. Und das haben die dort in Gera getan. Ich kann mir vorstellen, dass es hier in Rheinland-Pfalz durchaus so ähnliche Projekte gibt. Baden-Württemberg haben wir das auf jeden Fall. Sie sind hergegangen, haben Mitglieder des Vereins, die Ehrenamtlichen, dann Mitglieder der Gemeinde, Jugendsozialhilfe, Sozialämter, die sind dann losgezogen und haben auf der Straße Jugendliche angesprochen und sie eingeladen, Sport mit ihnen zu treiben. Das nächste Problem, das man hatte, die ungekrönten Könige der Sporthallen davon zu überzeugen, um Mitternacht den Schlüssel auch rauszugeben für die Sporthallen. Ist aber gelungen und dann haben die dort um Mitternacht als Alternative zu Drogen, zu Alkohol, zu Disco oder dergleichen, haben die Sport getrieben. Volleyball, Basketball, was man so alles machen kann, war ein Riesenerfolg, wurde auch und wird, soviel ich weiß, auch heute noch vollzogen. Dann aber das nächste Problem, wie ist es, wie kommen die jungen Leute nach Hause? Auch da waren wieder die Ehrenamtlichen zur Stelle,
die sie nach Hause gebracht haben. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab. So ein Amt bringt niemals Ehre, denn der Klatsch sucht scharfe Schere, schneidet boshaft dir Schnippschnapp, deine Ehre vielfach. Das hat... So ein System, wie wir es hier in Deutschland haben, ist eigentlich einmalig in Europa, man kann sogar fast sagen auf der ganzen Welt, allenfalls noch in Teilen in der Schweiz oder zum Teil auch in Österreich. Aber ansonsten hier in Deutschland sind wir diejenigen, die ein solches System haben. Und da können wir eigentlich froh sein, darum ein solches System in Deutschland zu kennen. Warum? Nicht zuletzt in den letzten Monaten haben wir es in besonderem Maße erfahren. Es wäre niemals dem Staat, der Verwaltung, dem gesamten Staat, sowohl in den Ländern als auch in den Bunden und vor allem auch nicht in den Kommunen möglich gewesen, diesen Flüchtlingsanspruch zu bewältigen, hätten wir nicht ein System mit Ehrenamtlichen, die sich auch im Thema der Flüchtlinge verbissen haben und die hier mitgeholfen haben. Ich habe mich deswegen auch mal in der Diskussion darum damit beschäftigt, wie viele Leute sind denn überhaupt in Deutschland ehrenamtlich tätig. Da gibt es die sogenannte Shell-Studie, das ist auch von der Bundesrepublik eine Studie, ein Freiwilligen-Survey in Auftrag gegeben worden. Und in diesem Freiwilligen-Survey, der alle 5 Jahre durchgeführt wird und wo alle diejenigen, die 14 Jahre und älter sind, mit einbezogen wurden, da hat man festgestellt, dass 1999 34% der Bundesbürger über 14 Jahre ehrenamtlich tätig sind. Im Jahre 2004, 2009 und 2014 waren es dann schon 36%. Also seit 2004 stagniert die Zahl in etwa bei 36%. Und eine Änderung hat sich allerdings vollzogen. Während man früher, wenn man ehrenamtlich tätig war, im Grunde genommen erst dann aus dem Ehrenamt ausgeschieden ist, wenn man es physisch oder psychisch nicht mehr geschafft hat, will man heute in ein Ehrenamt gehen und einen abgeschlossenen Zeitraum von vornherein kennen, wann man sich dann wieder aus dem Ehrenamt zurückziehen kann, wo dann eben Jüngere oder andere in das Ehrenamt gehen sollen. Ich habe mich dann auch mal damit beschäftigt, warum gehen denn eigentlich die Menschen ins Ehrenamt? Und dabei trat zutage, dass eines der wichtigsten Argumente ist, dass man gerne an der Gesellschaft teilhaben möchte, dass man bereit ist, gesellschaftlich aktiv zu werden, um anderen zu helfen und um Teil der Gesellschaft sein zu wollen, teilhaben zu wollen am sozialen Leben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man eine unglaubliche Befriedigung oder Zufriedenheit findet, wenn man für sich selber sagen kann, ich habe anderen helfen können und habe mit dem, was ich hier eingebracht habe, zum sozialen Frieden beitragen können. Ich bin jetzt seit 2002 im Deutschen Bundestag und hatte die Hoffnung, dass wir, was das Thema Bürokratie anbetrifft, eine Lösung oder vielleicht auch mehrere Lösungen finden. Wir haben extra zu diesem Zweck unseren ehemaligen Kollegen, den Herrn Stoiber, nach Brüssel geschickt, damit er dort fleißig Gesetze abbaut. Hat er auch getan. 700 an der Zahl oder über 700 an der Zahl sind es geworden. Das Dumme ist nur, es sind über 1000 neue Gesetze hinzugekommen. Und vor dem Hintergrund muss ich ehrlich sagen, momentan fast etwas ratlos, wie das mit der Bürokratie weitergehen soll. Auf der anderen Seite liegt es ja vielleicht auch an uns selber, die wir immer sagen, ja, also das ist aber ungerecht und das kann nicht sein und wenn der, dann ich auch. Und so ist es dann eben, wenn man eine Gerechtigkeit gerne für alle
generieren und auch haben will, dann muss es natürlich auch entsprechend kontrolliert werden. Und die Kontrollen wiederum bedingen dann die entsprechende oder den entsprechenden Bürokratieaufbau. Aber was ich damit sagen will, wenn von Ihnen jemand in der Lage ist, den Stein des Weisen zu finden oder ihn vielleicht schon gefunden hat, geben Sie bitte Bescheid. Ich lade Sie ein nach Berlin, ich zahle die Flugreise, ich zahle die Übernachtung. Ich bringe Sie auch mit den Leuten zusammen, die dann dieses Thema entsprechend behandeln können. Also ich bin da gerne bereit, hier die entsprechende Hilfestellung zu geben, was natürlich dann auch uns etwas weiterbringt. Der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten, Gott sei Dank. Ich kannte wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballhund. Sobald er einen Gegenstand in Kuhform und ähnlichem zu Grad dazu und schließlich macht, ihn in die gute Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käse, Globus oder Igel, ein Krug, ein Spuckberg am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war, und wem der Gegenstand gehörte, das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, bald steife Hüte durch die Straße, dann wieder mit geübtem Schwung stieß er den Fuß im Pferdedung. Mit Schwamm und Seife trieb er Sport, die Lampenkugel war sofort das Nachtgeschirr, flog zielbewusst mit Tante Bertha an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte nützen, kein Stacheldraht in Stiefelspitzen, kein Puffer außen angebracht, da siegte immer 0-8. Übte weiter, frei, mit Totenkopf und Straußenei. Erschreckt durch seine wilden Stöße gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten der Frauen erfasst ihn ein Gelüsten, was er ja doch als Mann von Stand aus Höflichkeit meist überwand. Hingegen gab ein Schwappenmarkt dem Fleischer Anlass zu verklagen. Was bei Gemüsemarkt geschah, kam einer Schlacht bei Leipzig nach. Da flogen Äpfel, Apfelsinen durchs Publikum wie wilde Bienen, da sah man Blutorangen zwetschen, dann lassen lang und sich zerquetschen. Das Allgeld überzog die Leiber, ein Fischkorb platzte zwischen Weiber, Kartoffelspritzen und Melonen. Man duckte sich vor den Zitronen. Genug, als alles dies getan, griff unser Held zum Größenwahn. Schon schäkernd mit der U-Boot-Mine besann er sich auf die Lawine, doch als pompöser Fußballstößer fand er die Erde noch viel größer und rang mit allerlei Problemen zunächst, wie soll man Anlauf nehmen. Dann schiffte er von dem Balkon sich ein in einen Luftballon und blieb von da an in der Luft verschollen, hat sich selbst verpufft. Jetzt, lieber Achim, und liebe Turmschwestern, ich warne euch, ihr jünger Jans, vor dem Gebrauch des Fußballballs. Anschließend wurde die interessante Diskussionsrunde eröffnet und wieder hatte Ralf Hechler das erste Wort. Also ich würde vielleicht ganz gerne anfangen, mal, weil wir ja hier auf dem vereinseigenen Gelände sind. Ich habe es selbst gesehen. Sehr viel machen können durch allerlei Zuschüsse. Es ist aber in der Tat so, dass wir 2011 den großen Zuschuss des Landes bekommen haben und seit dieser Zeit im Spattkreis Kaiserslautern keine Spattförderung mehr stattgefunden hat. Und das Land hat es nicht geschafft, eine einzige Maßnahme im letzten Jahr zu fällen. Ich denke, das sind so die Dinge, jetzt kommen wir wieder auf die undichte Plastikuhr oder Kunststoffuhr oder diese Sonntagsrede oder das, was man immer sagt, das Ehrenamt, das Ehrenamt. Und Herr Ginger, ich bin sehr dankbar, das auch mal vielleicht mal gegenzurechnen. Sie haben das nur mit 10 Euro die Stunde gemacht. Wir haben beispielhaft, und ich glaube, der Achim Wetzel mit seiner Tönnerregel ist noch größer und der ist jeden Tag in der Spalthalle. Wir haben von Montag bis Sonntag hier Spaltbetrieb. Wir haben 160 Kinder im Spaltbetrieb. Und alle Jugendmannschaften werden ein- bis zweimal die Woche trainiert, samstags auch. Die Eltern oder beziehungsweise die Betreuer und Trainer kriegen bei uns kein Geld. Wenn ich das aber in Stunden umrechne, sind wir jeden Tag vier Stunden hier mit ehrenamtlichen Leuten. Wenn man das bezahlen müsste, könnte man den Sportverein auch schließen. Ja. Jetzt komme ich an den Punkt. Wir haben hier auch im vereinseigenen Gelände zahlen wir im Jahr für diese Unterhaltung, für Strom, Gas, Wasser, alles. Im Sommer war es sehr trocken, aber im Jahr ca. 11.000 Euro nur an Energiekosten, die der Verein aufbringen muss, durch Mitgliedsbeiträge, durch sonstige Dinge. Und wie gesagt, nochmal, jeder macht es für nichts. Keiner hier im Verein bekommt an Geld. Die Ehrenamtspauschale ist zwar sehr nett, aber 500 Euro im Jahr durch 12 Monate geteilt ist nicht allzu viel. Dann geht es wieder mit Geld bei der Vorteil vor. Also, wenn man sich zum Ehrenamt bekennt, auch in der Politik, dann muss man das Ehrenamt auch finanziell etwas ausstatten. Mein Wunsch wäre es, zum einen wünsche ich mir natürlich, dass es am 13. März einen Wechsel gibt. Sie sind im Team der Julia Glückner für den Sport auch da, dass Sie das auch als Anregung mitnehmen. Es wird Zeit, dass die Förderung nicht nur in Sonntagsreden besprochen wird, sondern seit 4 Jahren ist ja komplett schau, dass auch wieder was an der Basis ankommt.
Die Leute, ist ja nicht so, dass die dafür jetzt, das nennt sich ja Zuschuss, ein Landeszuschuss, bedeutet im Niederschluss ja auch, dass der Großteil dessen ja auch noch selbst geleistet werden muss. Wir haben auch einen Kredit aufgenommen und haben ja nur den Zuschuss, der hilft uns natürlich. Aber den Rest bringen wir schon selbst mit Stunden, mit Arbeit, aber auch mit eigenen Krediten auf, die wir über Jahre wieder abbezahlen müssen. Aber wenn sich nichts mehr tut, auch wenn keiner mehr etwas zu erzählen von mir hat, das als Anregung meiner Seite aus, an die Landespolitik dann auch wirklich hier eine Veränderung zu schaffen. Ich denke, das wird auch an der Basis gut ankommen. Ja. Wenn der Landkreis einen defizitären Haushalt fordert, das heißt, insofern war es früher, und das, damit haben ja auch die Ortsgemeinden oder die Landkreise zu kämpfen, wenn hier ein defizitärer Haushalt zu Buche steht, dann dürfen die Gemeinden und Landkreise hier die Vereine direkt nicht mehr unterstützen. Das ist im Sportfördergesetz in Rheinland-Pfalz so verankert und entsprechend müssen wir uns daran halten. Das erschwert natürlich, das gibt einen unheimlichen Unterhaltungsstau in den einzelnen Sportstätten, wenn die Vereine hier vor Ort oder in den Landkreisen diese Baumaßnahmen immer selbst stemmen müssen. Und eben ein großer Zuschussanteil, der früher noch über die Landkreisdirektförderung oder eben über den Gemeindezuschuss dann die Gesamtfinanzierung ermöglichte, dass das dann in Frage steht. Das waren zum Teil 15-20% der gesamtzuwendungsfähigen Kosten, die hier zusätzlich abgedeckt werden konnten. Da wurde ja auch festgestellt, die Probleme der Vereine, dass die teilweise den normalen Eintritt zahlen müssen für Bäder, weil die halt Schwimmvereine vom Sportfördergesetz ausgenommen sind. Da gibt diese Förderung nicht. Und das ist natürlich für schwimmsporttreibende Vereine ein riesen Batzen, den die stemmen müssen. Da geht meistens, das Kind geht schwimmen, da wird es von den Eltern begleitet, die zahlen natürlich den vollen Beitrag. Auf der einen Seite ist es für die Kommune gut, weil dann die sporttreibende Vereine auch der Kommune Gelder zukommen lassen. Aber das sehen manche nicht, wenn ich ein Turnverein bin oder ein anderer Verein, Volleyballverein, da kann ich die Stätten der Kommunen frei nutzen. Das ist das Schöne dran. Und es soll auch so bleiben. Aber vielleicht kann sich da die Politik auch mal irgendwas Gedanken machen, wie es bei den Schwimmsportraden Vereinen weitergeht. Das war auch, glaube ich, ein Teil, den wir vor 14 Tagen schon angebracht haben. Was Mindestlohn angeht, für Vereine sehen wir alle bei der Pfälzer Waldhüttung. Die können, die Betreiber von denen Hütte, müssen sich größte Gedanken machen, wo sie eigentlich noch was aufhalten können, und wo sie aus finanziellen Gründen doch zumachen müssen, beziehungsweise weil ganz einfach die gesetzliche Vorgabe entsteht. Das hergeben, was eigentlich notwendig wäre. Was den Mindestlohn anbetrifft, da quälen wir uns schon seit der Einführung damit, was die Vereine anbetrifft. Wir haben uns auch hier versucht, mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, insbesondere was die Vereine angeht. Ich bin diesbezüglich sogar schon beim Ministerium vorstellig geworden. Also die Staatssekretärin hat sich dann sogar auch bemüht, das Ganze zu rechtfertigen. Also wir haben hier diesbezüglich noch nicht reüssiert. Vielleicht die Frau Nahles ist da wie ein Panzer, die ist da nicht bereit, auch nur ein Stück nachzugeben. Und man hat dann eben gemeint, ja, man kann ja dann statt der 450 Euro Jobs vielleicht mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten bis zu einem Betrag von 200 Euro dann durchführen. Aber das ist natürlich dann auch alles wieder so hinten durch die Brust zum Auge dann entsprechend schwierig zu meistern. Also wir geben diesbezüglich noch nicht auf, aber es wird zumindest, solange Frau Nahles hier das Thema bearbeitet, nicht so ganz einfach werden, oder um in meiner Sprache zu bleiben, wir machen Überschläge und Klimmzüge hinterm Schreibtisch diesbezüglich. Das Thematik Schwimmbäder, gerade hier im Südwesten von Rheinland-Pfalz, eines der schwierigsten Themen ist überhaupt, und ich wusste das auch nicht.
dass in Rheinland-Pfalz nur 3 Schwimmbäder mit 50 Meter Bahn existieren, die man für sportliche Wettkämpfe überhaupt nutzen kann. Man kann erstmal, muss meines Erachtens auch ein Kassensturz vollzogen werden hier im Land. Viel Geld wird für den Sport in der Tat nicht investiert. Also ich war einigermaßen überrascht, dass da nur 10 Millionen in der Planung stehen. Also da kann man durchaus etwas tun. Wenn ich jetzt mal gerade schnell rüber schaue nach Baden-Württemberg, da waren es bisher 65 Millionen und jetzt wird es auf 87,5 Millionen angehoben. Und zwar genau aus dem Grund, weil man eben hier nicht eine Reparaturwerkstatt finanzieren soll, also das, was dann in den Gefängnissen und in der Jugendsozialarbeit oder überhaupt in der Sozialarbeit geschehen soll, sondern dass man das vielleicht präventiv in Angriff nehmen kann. Und deswegen, glaube ich, sind die Gelder, die man in den Sport steckt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Informationen, die ich gerade habe mitnehmen dürfen. Und wenn noch weitere Möglichkeiten oder weitere Wünsche bestehen, also ich habe heute bis halb auf drei nichts mehr vor. Wir danken für diese große Unterstützung heute Morgen auch. Es ist wichtig, dass ein Mitglied des Kompetenzteams hier auch Rede und Antwort steht. Ich danke für die gemachten Ausführungen und die Antworten, für die Gedichte von Wilhelm Busch über Ringelnatz bis zu Mensana in Corpusano. Ich dachte immer, dass jetzt, wer in die Mensa geht, braucht einen gesunden Körper. Jetzt weiß ich, ist was ganz anderes. Aber man lernt ja nie aus. Und wer zu uns kommt, geht natürlich nicht, ohne dass er ein Geschenk mit nach Hause nimmt. Bei uns wächst leider, Herr Ginger, Gott sei es geklagt, kein Wein. Daran arbeiten wir noch, vielleicht spielt uns der Klimawandel in die Hände. Was bei uns wächst, sind Grumbeere, die erreichte Ralf Hechter normalerweise immer. Was bei uns auch wächst, sind Wutze. Und von der Wutze gibt es ganz leckere Sachen, die habe ich Ihnen bei den Weinen dazugepackt. Ich denke, mit diesem Paket gehen Sie einen schönen Abend auch rum. Das reicht auch und Sie brauchen das jetzt nicht anbrechen, weil jetzt müssen wir noch Weißwaschen. Ich sagte da ein Kollege von mir aus dem baden-württembergischen Landtag, der sagt immer, in der Politik und beim Wein weiß man immer erst hinterher, was für eine Flasche man gewählt hat. Wenn Sie dann gewonnen haben, können wir ja mal hier eine Landung auf dem Sportplatz vollziehen mit dem Fallschirm. Genau, Sie dürfen sich auf meinen Bauch hängen dann. Und auch nicht. Nee. Sagt das in seinem Namen zu. Ich sage vielleicht verabschieden noch von Ihnen mit einem Gebet, von dem ich glaube, dass es auch schön an das Ende passt. Es hat nämlich geschrieben ein Pfarrer aus St. Lamberti zu Münster. Und er hat damals geschrieben, Herr, setze dem Überfluss Grenzen, lasse die Grenzen überflüssig werden. Lasse die Leute kein falsches Geld machen und das Geld keine falschen Leute. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Männer an ihr Erstes. Bessere alle Beamten, Wirtschaft sind Arbeitsleute, die wohltätig sind, aber nicht wohltätig sind. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Gib den Regierenden ein gutes Deutsch und den Deutschen eine gute Regierung. Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen. Aber nicht sofort. Genau. Wenn Sie bedenken, das Gebet ist aus dem Jahr 1883, dann hat es heute eigentlich im Grunde noch mehr Gültigkeit, als es damals war. Im Anschluss an die tolle Rede vom Weltklasse-Turner Eberhard Ginger wurde noch in gemütlicher Runde mit dem Tischnachbarn fleißig über den Sport diskutiert sowie Erfahrungen ausgetauscht. Erst der Sport, dann der kulinarische Genuss. Das ließen sich die Besucher und Mitglieder nicht zweimal sagen und haben sich die köstlichen Weißwürstle und Brezeln schmecken lassen. Natürlich durfte auch ein frisch gezapftes Weizenbier nicht fehlen. Mit einem Gruppenfoto wurde das schöne CDU-Treffen abgerundet. Auch ich verabschiede mich von euch. Weitere Beiträge findet ihr auf dem YouTube-Kanal mit Stefan on Tour. Macht es gut, auf Wiedersehen.